Willkommen zurück zu einer weiteren brandgefährlichen Folge Dying Light The Following. Freut mich, dass du da draußen wieder brandgefährlich mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Gefahrensucher, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht natürlich weiter, wenn ihr da draußen mehr sehen wollt von Dying Light, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Freut ihr euch schon auf die Fortsetzung? Es dauert ja nicht mehr lange. Es dauert ja nicht mehr lange und dann geht es weiter mit Dying Light 2. Aber wir müssen das hier durchspielen. Wir brauchen es, denn hier finden wir das wahre Ende von Dying Light. Ja, also wer Dying Light in seiner Gänze verstehen will und wer Antworten haben will über die Ereignisse von Teil 2, der muss auf jeden Fall hier am Start sein und sich das alles reinziehen. So, ich will hier hoch. Da sollen wir hin. Die alte Tankstelle. Vom alten Bilal. Ey, yo, Bilal! Entschuldigen Sie, Ma'am. Entschuldigen Sie, attraktive Blondine. Wow, eine blonde Frau? Habe ich hier noch nie gesehen in dem Spiel. Ich blende sie erstmal. Mach das Licht aus. Okay, die ist vorgemerkt. Entschuldigung, gehört dir der Laden hier? Nein, nein, nein! Hey, hey, Nuri, alles in Ordnung. Hier bitte. Ich bin Bilal, das ist mein Bruder, Nuri. Kyle Crane. Freut mich, dass, oh, sorry. Was kann ich für dich tun, Kyle? Ich habe gehört, dass die Einheimischen hier und da Hilfe gebrauchen könnten. Ja, Sia hat gesagt, dass du kommen würdest. Ich habe schon viel von dir gehört. Sieh mal, ich versuche nur den Leuten in der Stadt zu helfen. Du hilfst den Infizierten. Mir musst du das nicht erklären. Ich verstehe das. Mein Bruder wurde vor 2 Monaten gebissen. Vor 2 Monaten? Und er hat sich nicht verwandelt? Ich konnte es auch nicht glauben, aber er ist immer noch der, der er immer war, im Gegensatz zu diesem Wrack. Schau nur mal auf die Pinnwand da vorn. Ja, sie hat nicht gelogen. Wir brauchen jede Menge Hilfe. Ich muss gestehen, ich bin neidisch auf deinen Wagen. Hab schon lange kein funktionierendes Auto mehr gesehen. Vorschlag, wenn du ihn von Zeit zu Zeit herbringst und mich einen Blick drauf werfen lässt, werde ich ihn etwas tunen und noch ein bisschen pimpen. Wenn du wirklich hilfreich sein willst, solltest du gut drauf aufpassen. Ich bin kein Mechaniker. Dann ist es gut, dass wir miteinander reden. Ich hab da was für dich. Es wird eine lange Fahrt, aber ich verwette meine linke Hand, dass es sich lohnt. Auf einem Highway steht ein verlassener Silas-Truck. Check ihn kurz durch und wenn du nützliche Ersatzteile findest, bringst du sie mir. Also ganz ehrlich, ich glaube, Ersatzteile und so ist eigentlich nicht so das Problem, sondern eher Treibstoff, denn Benzin, das verfällt. Also irgendwann läuft Benzin ab. Ich glaube, Diesel hält 1 bis 1,5 Jahre länger, soweit ich weiß. Aber nach 3 Jahren fängt Benzin an, schlecht zu werden. Ja, Benzin kann schlecht werden. Okay, jede Menge Missionen. Wir nehmen alles mit, oder? Akzeptieren. Akzeptieren. Noch eine vermisste Person. Ich bekomme schon Vertrauen. Rennen? Ich bekomme schon Vertrauen, nur wenn ich Missionen annehme. Mann, bin ich gut. Bilal, was hat's mit diesen Rennen auf sich? Ich habe ein paar seltsame Plakate gesehen. Oh Mann, mittlerweile vermisse ich das Dröhnen eines anständigen Motors mehr als fließendes Wasser. Ich war mal ein Champion, weißt du? 5-mal sogar. Aber hey, du hast mich auf eine brillante Idee gebracht. Hör zu, ich drehe hier noch durch. Jeder ist dauerdeprimiert. Lass uns doch ein wenig Spaß haben, okay? Wie meinen Sie das? Lass uns ein paar Motoren zum Rühren bringen. Ich habe mir alles genau überlegt. Du wirst der nächste Champion. Naja, ein wenig Ablenkung wäre tatsächlich gut. Genau, also, reparier deine Karre und tank sie auf. Dann fährst du zum Strand vor der Stadt. Gib mir ein Zeichen, wenn du in der Nähe der Pizzeria bist, okay? Okay, mein Freund. Ein Rennen? Scheiße, der Strom muss weg sein. War nicht noch irgendwo eine andere Mission? Strom ist weg. Okay, hier oben ist, glaube ich, ein Händler. Yo. Unter Strom. Schwierig. Handeln. Ich hab Müll.
Ja, ich will keinen Mull, ich will lila Waffen. Mindestens mal lila Waffen. Das gibt's doch nicht, dass ich ums Verrecken nicht an lila Waffen rankomme, ne? Es ist qualvoll. Und? Hast du dich entschieden? Ah, hier, den Dreck kannst du haben. Den Bull kannst du haben. Fremder, komm schnell her. Es ist wichtig. Okay, Moment, ich soll wieder zurück. Warte, aber hier wollen Weibern meine Karre. So ist das eben, ne? Frauen werden immer von schnellen, geilen Autos angezogen. Wow, 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 wow. Ich hab eine kaputte Seisch. Ich muss mein Seisch reparieren. Bam! Alter, wenn das Ding clean ist, ne? Es mäht. Es fetzt. Es schmeckt. Okay, Bilal, was denn noch? Stress mit dem Kraftwerk. Ich kümmere mich. Was genau muss ich machen? Bring zuerst diese Sicherung zu Ali. Er ist am Kraftwerk. Ohne sie kann er nichts machen. Sobald er die Sicherung hat, kriegen wir wieder Strom. Das heißt, wenn er vorher keinen gewischt kriegt. Er meint ja, Sicherheitsmaßnahmen seien was für Weicheier. Ich habe mal gesehen, wie ein Typ versucht hat, eine kaputte Glühbirne mit einem Schraubenzieher aus der Fassung zu brechen, während der Strom an war. Ja, klingt nach Ali. Er meint es aber gut. Also, hör mir zu. Zwei Dinge stehen auf deinem Plan. Nummer eins. Wie gesagt, bring ihm die Sicherung. Nummer zwei. Wir brauchen eine funktionierende Isolierung. Sonst knallt die Sicherung durch, sobald er den Schalter drückt. Er meint, die alten halten noch. Aber ich bezweifle das. Alles klar, Kunde. Alles klar. Dann let's do it. Eigentlich wollte ich ja hier ein bisschen auch racy machen, aber wir kommen hier wieder hin. Also keine Panik. No panic, boys and girls. Nur die Wegfindung ist hier immer wieder ein bisschen ätzend. Ja, dann will ich es versuchen. Habe ich die Hoffnung nach einer lilanen Waffe ein bisschen? Ja, komm schon, komm schon. Oder wenigstens blau. Gib mir wenigstens Blue, Baby. Oh, hier oben. Und? Okay, nach unten weiter. Gott. Ist alles wieder am Ende für ein bisschen Dreck. Und das alles am Ende wieder für ein bisschen Dreck. Das war wirklich eben gerade ein Millimeter, ne? Okay. Aber die Werte sind bescheiden. Die Werte sind echt bescheiden. Aber ich muss die einfach looten, ne? Das ist die einzige Chance, die wir haben. Ich kann nichts anderes machen, außer einfach drauf loslooten. In der Hoffnung, irgendwas halbwegs Gutes zu bekommen. Jetzt noch ein orangener Macheten-Shit. Und ich bin mega happy. Wenn Mama happy ist, ist jeder happy. Mama ist happy, wenn ich eine orangene Machete bekomme. Okay, ein bisschen runter. Ich glaube, noch ein kleines bisschen runter von da aus. Okay, wieder ein ganz kleines bisschen hoch. Yes. Und blau. Naja, wenigstens blau. Wenigstens blau. Mittlerweile muss ich wirklich froh sein, dass ich wenigstens was Blaues bekomme. Also früher, ich sag euch, wie es ist, früher wurde da nicht so widerlich gegeizt. Heute geizen die rum. Ist echt unangenehm. Brüder, ich brauche hier Hilfe. Sie wollen den Altar entweihen. Was? Was? Wo, wie, wo, was? Altar entweihen? Ich hab einen Flammenwerfer, yo. Brennende Zombies sind geil. Oh, das war auch richtig nice hier. Schockladung. Achtung. So, ein bisschen unburn. Oh, wie die Zombies aber auch spratzeln, ne? Wie die Zombies aber auch spratzeln.
So, mein Freund. Irgendwas soll ich hier oben machen. I'm on the way. Kannst du dich hier nirgendwo ranhucken? Ich könnte schwören, früher ging das. Ich könnte schwören, früher konntest du hier rumhucken. So, jetzt bin ich hier. Na. Oh, Mr. Crane. Mr. Crane. What are you doing, my friend? Bin ich jetzt? Steck irgendwo fest. Irgendwo drunter geglitscht. Okay, komme ich da irgendwie rüber? Alles klar. Mr. Crane. Das Ding, glaube ich, wollen wir. Oder nicht? War es nicht das hier? Oder wirklich das hier unten? Moment. Au. Eine Schaufel, blau. Nee, das waren die Dinger hier oben. Da bin ich mir sehr sicher, dass es die waren. Gehen wir mal hier rüber, muss ich vielleicht geduckt sein. Um da ranzukommen. Ah, hier. Mit meinen schicken Schuhen. Meinem weißen Anzug. Richtiger Snob. Ich hab das gar nicht mehr so in Erinnerung, dass man die runtertreten musste. Wow, wow, wow. Okay, hier geht's glaube ich auch noch. Achtung. Bams. Ich glaube, die reichen sogar schon. Warte, wo konnte ich eben gerade hucken? Hier konnte ich hucken. So, dann gib mir mal hier die Isolierung. So, Ali. My friend. Komponente erbeuten. Stimmt. Ganz wichtig. Immer wieder hier rein. Und sich holen, was geht, denn wir müssen ja unser Auto fresh halten. Aber jetzt haben wir für später ganz witzige Waffen wenigstens, auch wenn sie nur blau sind. Auch wenn sie leider nur blau sind, ist es immer noch besser als nichts. Achtung! Wow, fies! Okay, Alibaba, mein Freund, wo bist du? Alibaba-Check! Mal die Karte. Das Gebiet ist einfach riesig. Wow. What? Da hinten hin. Alter, bin ich ja ewig unterwegs. Welche Route nehme ich denn dafür? Erstmal geradeaus und komplett runter, ne? Oh! Oh Mann, das tut den Teilen weh. Das tut dem Teilen richtig weh. Easy, easy, easy. Boah, komm schon, was für ein mieses Gelände. Okay, hier ist ein Stromkasten, aber nicht den, den wir suchen. Wir müssen weiter hier runter. Ja, die Karte ist echt groß. Gibt zwar nicht so viele Gebäude. Aber die Karte ist, wie gesagt, echt groß. Ist da jemand? Hilfe! Wir sind gefangen in einem Haus in der Nähe des Flusses. Ist das ein Haus in der Nähe des Flusses? Ich Daddy, hast du das gehört? Daddy! Es kommt jemand. Wow, 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 wow. Ist da draußen jemand? Bitte! Wir brauchen Hilfe! Boah, ich Bitte, merk's! Lassen Sie uns hier nicht allein! Moment!
Schnell, komm, mach zu, die Bude. Und am Ende kommt wieder sowas wie segne die Mutter. Obwohl ich die Arbeit gemacht habe. Na? Sie haben es wirklich geschafft. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich bin. Wie dankbar wir sind. Wir können Ihnen leider nichts geben. Aber fühlen Sie sich bitte von nun an hier zu Hause. Unser Haus ist auch Ihr Haus. Ein sicheres Plätzchen zum Ausruhen kann ein echter Lebensretter sein, danke. Ein sicheres Plätzchen zum Ausruhen kann ein echter Lebensretter sein, danke. Da ist ja unser Held. Ja. Das ist aber eigentlich ganz gut gelöst, dass die Safe-Häuser jetzt so ein bisschen Story haben. Also einige, nicht alle, aber einige haben sie wirklich so gemacht, dass da halt Menschen drin sind, damit man auch so ein bisschen versteht, okay, warum ist das jetzt ein sicheres Haus, was zeichnet das unbedingt aus und so weiter und so fort. Was ist hier los? Der Campingplatz des Schreckens, hey! Oma! Ihr übertreibt es mal wieder, Zombies. Und dann wird wieder rumgeheult, weil man ein Bein verloren hat. Dann sind die Tränen wieder groß. Oh Gott, ich bin fast tot. Alter, da kommt voll die Armee angewackelt. What's poppin? Schwebende Zombies, alles dabei. Guck mal, sie fliegt. The Flying Zomb. Hacke-Peter-Zombies. Die hart am Schweben sind. Ich wollte mich nur hier ein wenig umsehen. Ich habe keine Ahnung, dass es am Ende so eskalieren wird. Sind hier nicht eigentlich immer ganz nette Kisten oder sowas? Hm, hier nicht. Für Ali! Einmal durchs Haus. Wow, wow, wow. Was? Oh no! Okay, das hier ist super tief. Ich habe mein Fahrzeug versenkt. Ich weiß nur, in Basen kann man sich das wiederholen. Soweit ich das in Erinnerung habe. Gab es auch eine andere Funktion, wie man an sein Fahrzeug wieder rankommt? Hm. Gut gemacht, Kies. Hervorragend. Bist einfach der Beste. Dankeschön. Du bist einfach der Beste. Jetzt kann ich da wirklich zu Fuß hindappen. Was zur Hölle? Oh, nice. Eine Lackierung. Verzweiflung. Ja, die passt. Die passt jetzt gut zu meiner aktuellen Spielsituation. Was dürfte gar nicht mehr so weit sein, oder? 300 Meter. Ja, geht. Könnte schlimmer sein. Da ist er. Der große Staudamm. Dann zaubern wir mal ein bisschen Juice. Okay, hier sind jede Menge Armeefahrzeuge. Oh, hier ist ein Goon. Irgendeine Oma. Alright, du willst sterben, Goon? Einmal. Und tot. Schwer. Premium-Zigaretten. Na also, hat sich doch mal wieder gelohnt. Hier kannst du sogar mit dem Buggy rüber. Wie geil ist das denn? Jetzt hätte ich gerne meinen Buggy, denn hier ist echt viel Unangenehmes. Mutter ist tot, Mutter ist Leben, Mutter ist Leben, Mutter wird uns helfen. Mutter ist tot, Mutter ist Leben, Mutter wird uns helfen. Was geht hier ab? Na, wenn das nicht Kyle Crane ist. Schön, dich zu sehen. Und das hier?
Das ist der Segen der Mutter. Er ist einer der Gesichtslosen. Sehr gut. Ich muss ihn was fragen. Wage nicht, ihn zu stören. Es sind seine Gebete, die uns schützen. Verstehst du das nicht? Okay, okay. Ich lasse ihn in Ruhe. Aber ich hab was für dich. Mit Grüßen von Bilal. Dieser Bastard. Das war's dann schon? Du kriegst den Strom wieder zum Laufen? Oder brauchst du noch was? Naja, da du schon fragst. Als dieses uralte Stück Scheiße die Grätsche machte, hat es wohl auch den Hauptschalter erwischt. Er muss resettet werden. Wo ist er? Im Damm. Und ich bin hier so gut wie fertig. Je schneller du das erledigst, desto besser. Mutter ist gut. Mutter ist Leben. Mutter wird uns helfen. Mutter ist gut. Mutter ist Leben. Mutter ist Leben. Mutter wird uns helfen. Mutter ist gut. Mutter ist Leben. Mutter wird uns helfen. Geil, Mann. Mutter ist gut. Mutter geiler Typ. Mutter ist Leben. Mutter wird uns helfen. Gut. Mutter ist Leben. Mutter wird uns helfen. Ja, eigentlich schon fast ein Gesang. Kein simples Gebet. Alter, die sah richtig garstig aus, ne? Die Olle sah richtig, richtig garstig aus. Gehen wir mal rein in die Bude. So, wo soll ich denn hin? Hookity Hook. Au. Oh, das war sogar so eine richtige kleine Instanz, oder was? Kacke. Warum kann nie etwas einfach sein? Wow, wow, wow. Ob ich ihn eigentlich hier mit meinen Premium-Waffen bezwingen kann? Scheint nicht. Ey, das gibt's nicht, ich kann mich nicht bewegen. Die hat mir einen so von Latz gegeben, dass ich total fertig mit der Welt bin. Nee, Alter, kriegst du ja echt kaum klein. Na, du Athlet? Bin angepisst. Black Sergeant Phil Fallus. So, du Idiot. Guckt ihn euch an, der ist ultra buff. Wenn du einfach nicht klein kriegst. Na, Großer. Jetzt wirft er einen Stein. Aber sonst geht's dir gut. Draufschießt eigentlich eine geile Idee bei denen hier? Ich weiß es nicht. Schön in die Innereien geshootet. Ah, das mag er gar nicht. Ein Schuss in die Innereien mag er gar nicht. Mutter ist gut. Jetzt habe ich wieder so einen scheiß Ohrwurm davon. Mein Leben. Au. Zuhälterschelle aus der Hölle. Neune Zuhälterschelle, er kann's. Er kann's immer noch. Meine Güte, der macht halt auch keinen Sprint. Er schellt nur durch die Gegend. Like a real pimp. Er bleedet richtig böse. Ist richtig böse am Bleeden. Was haben wir dann noch hier? Den Superknüppel? Der Knüppel! Ja! Weil die Leute schon geschrieben haben, ohne Granaten kannst du gar nicht kämpfen, Kies. Ja, ich kann auch ohne Granaten kämpfen, weil ich hab's drauf. Ich habe es drauf. Ali, ich bin drin. Ich drücke jetzt den Schalter. Okay. Aber es hat nicht funktioniert, Mann. Such mal nach dem Hauptübertragungsschalter. Er muss da irgendwo sein. Und gib bitte Gas. Irgendwo da unten. Ey, guck mal, das wird direkt unten markiert, als ob Kyle Crane weiß. Ja, der muss halt da unten sein, ne? Das ist ein Hauptübertragungsschalter. Wo sollen die auch sonst sein, wenn nicht da unten? Oh, nee. Autsch. Oh, das brennt. Das brennt, Freunde.
Lusch mein Knüppel. Wie er nur da stand, der eine. Jeder hasst diese Dinger. Komm. So, wo ist das Ding? Hier oben rein. Hallo? Der Gesichtslose sagt, wir müssen uns beeilen. Also drück bitte auf die Tube. Hallo? Crane? Der Gesichtslose sagt, wir müssen zusammenpacken und abhauen. Ich hab's nicht zu Ende gebracht. Beeil dich, Mann. Wie jetzt was? Wir gehen in eine der Baracken im Kraftwerk. Komm nach, sobald du fertig bist, okay? Ja. Alles easy, ich hab's doch hier gemeistert. Moment, wie komme ich jetzt hier raus? Drüben hat er ja alles eingeworfen. Och, sag nicht, ich muss jetzt irgendwie da unten durch. Mutter ist gut. Mutter ist Leben. Ich glaube, ich kann hier durch. Mutter ist gut. Mutter ist Leben. Mutter wird uns helfen. Bräuchte ich eigentlich Merchandise von? Wer würde sich ein Mutter ist gut, Mutter ist Leben, Mutter wird uns helfen Shirt holen? Bitte jetzt in die Kommentare schreiben. Dankeschön. Crane? Ich konnte mich verstecken. Aber der Gesichtslose ist draußen geblieben und ich weiß nicht, was da gerade abgeht. Es klingt jedenfalls übel. Krasse Sache, ne? Was der Gesichtslose da draußen macht. Er talkt so vor sich hin. Jo, Beten hat leider nicht geholfen, Bro. Trockene Kehle bekommen. Lass vorbei. Ich komme erst raus, wenn es sicher ist. Sag ist Bescheid, es. Wenn es sicher ist. Ist es. Okay, ich glaube, es ist jetzt sicher. Jesus, was ist passiert? Keine Ahnung. Er sagte nur, wir müssten jetzt gehen. Dann führte er mich hierher, sagte, ich soll reingehen und abschließen. Jetzt ist er tot. Möge die Mutter seine Seele segnen. Lass uns gehen, Ali. Du sagtest, du müsstest da draußen noch was zu Ende bringen, richtig? Ja, ich war fast fertig. Muss nur noch ein paar Schalter drücken. Ich halte so lange Wache. Bereit? Ja, lass uns gehen. Je schneller wir es hinter uns bringen, desto besser. Alright. Beschützen Sie Ali. Ja dann, let's go. Damit der Knilch hier nicht umsonst gestorben ist. Meine Waffen sind langsam alle klump. Aber hier sind keine Zombies mehr. Guck mal, ich hab's voll im Griff. Ziemlich friedlich. Ich hab's gleich. Ja, alles gut. Oh nee. Oh nee. Okay, was hat er gesagt? Mutter ist gut, Mutter ist Leben, Mutter wird uns helfen. Also bis jetzt sehe ich keine Zombies. Funktioniert! Nein, da drüben sind Zombies. Dauert nicht mehr lange. Mutter ist gut, Mutter ist Leben, Mutter wird uns helfen. Ali ist gut, Ali ist Leben, Ali wird uns helfen. Fast fertig. Gut, hopp. Babams! Babams! Was erledigt? Los, 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 los! Mutter ist gut. Mutter ist Leben. Der Ohrwurm wird uns helfen. Gleich. Ja, 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 jetzt. Wie lange dauert denn sowas?
werde die Säge vermissen, wenn die Schrott ist. Ich brauche nur noch ganz kurz. Okay. Das höre ich seit 10 Minuten. Und? Nur noch ein Sekündchen. Okay, das sollte es gewesen sein. Das sind auch alles so alte Giftpfoten, die dich immer noch verseuchen. Ali! Läuft der Strom wieder? Dauerhaft? Im Moment läuft er. Aber so alt und abgewrackt, wie diese Anlage ist, kann ich nichts versprechen. Okay, ich verschwinde dann von hier. Kommst du mit? Nee, hier ist es jetzt sicher, oder? Ich bleib noch eine Weile hier und beobachte alles. Nur um sicher zu gehen, dass nicht alles sofort wieder durchschmort. Alles klar, Ali. Dann mache ich jetzt hier die Biege. Und verpiesel mich. So, Freunde, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns vielleicht eventuell wieder. Hier kann ich meinen Buggy holen. In der nächsten Folge lasst eine kleine, geile Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!